Moin Moin, mein Name ist General Heinrich und wir spielen Ultimate General Civil War nach der, wie hieß die Schlacht davor? Shino? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir große Verluste gehabt in den 2 Tagen bei der letzten Schlacht und ich konnte gerade mal so noch nicht komplett die ganzen Verluste wieder decken. Es liegt einfach am Geld, ich habe zu wenig und darum habe ich jetzt auch den Fähigkeitspunkt, den letzten, den ich verdient habe, in die Politik getan, damit wir mehr Geld von den Politikern bekommen. Aber jetzt hat noch nicht komplett gereicht, um unsere Truppen, unsere Verluste wieder aufzufüllen. Und somit bisher auch keine neuen Waffen kaufen können. Na gut, die Schlacht von Winchester. Ich finde jetzt glücklich, dass wir so kleine Scharmützel hoffentlich jetzt haben. Keine große Schlacht. Also zumindest sieht es jetzt so auf der Kampagnenkarte aus. Und ja, die Schlacht von Winchester. Wir haben beschlossen, die Streitkräfte der Union in Shenandoah-Tal anzugreifen, um sie an der Verstärkung ihrer Offensive gegen Richmond zu hindern. Wir müssen eine kühne Strategie verfolgen und auf schnelle, unberechenbare Bewegungen im gesamten Tal bauen. Daher werden sie eine kleine, flexible Streitkraft einsetzen. Der Rest ihrer Armee wird außerhalb unserer Hauptstadt in Position gehen. Banks, der Unionskommandeur der Shenandoah-Abteilung, versucht seine Armee bei Winchester zu reorganisieren und die Stadt zu verteidigen. Beeilen Sie sich und greifen Sie diese Streitkräfte an. Mann, oh Mann. Ich glaube, es ist noch zu früh für sowas. Muss mehr Kaffee trinken. So, die Unionisten scheinen kämpfen zu wollen. Sie sind um die Stadt Winchester aufgestellt. Unsere Speer haben gemeldet, dass General Banks über nicht mehr als 4 Brigaden verfügt, die von Artillerie und leichten Einheiten unterstützt werden. Ich sage, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Wir haben 8 Brigaden. Ihnen steht eine bedeutende Streitkraft zur Verfügung, um die Armee der Unionisten zu vernichten und die Stadt einzunehmen. Der Feind ist in der Unterzahl, daher müssen Sie auf dem Schlachtfeld siegreich sein. Bringen Sie uns den Sieg und fügen Sie dem Feind mindestens 30% mehr Verluste zu. Viel Erfolg, General. Ja, klar. Also, Sie stehen hier und werden sich doch bestimmt danach, wenn wir jetzt hier ankommen, in die Stadt zurückziehen und da verteidigen. Also, ich würde es so machen. Das scheint ein kleiner Hügel zu sein, ja. Ich werde sorgen. Wir werden. Statt hier eine Linie zu bilden, werden wir hier eine bilden. Und wenn wir Glück haben, wenn die nicht die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen quasi, können wir vielleicht sie aus der Stadt komplett entfernen. Wenn nicht schon Truppen eh schon da hinten sind. Das weiß ich ja nicht. Ah, Cochrane. Was habe ich denn gemacht? Ich habe eine Brigade rausgeschmissen. Ne? Kriege ich ihn wieder? Danke. Versuche ja gerade hier irgendwie alle in eine Ecke zu packen und dann geht's los. Attacke, Attacke. Ah, aufgespottet. Jackson, hol's dir. Attacke. Das ist ja schon weg. Mal kurz auf Pause. Ich denke mal, Jackson ist auch zu lahm mit seiner Truppe. Kanonen doch schön auf dem Hügel verteilen, ne? Heinrich dann auch dahin.
Ja, Jackson kommt ja gerade gar nicht raus, ne? Oh, ich will doch jetzt mehr Einheiten zugreifen, Mensch. Oh, ich mach's immer verkehrt. War das rechte Maustaste? Ja klar, war das rechte Maustaste, verdammte Axt. Alter, vor. Nicht auf Heinrich. Er ist unschuldig. Er kann nichts dafür. Eine krumme Summe. 362. Hat Nelson da irgendwie schon verloren? Hm. Fassung 100%. Hallo, Jackson. Hier im Wald ist doch bestimmt einer, ne? Guck mal, Herr Pound. Also ich hätte hier im Wald welche gestellt. Wenn da schon die Kanonen stehen, jawohl. Warum kriege ich jetzt nicht alle hier? Ich weiß nicht, ob das alles gerade so gut ist, wie es läuft. Die verjagen die Jäger da, die feindlichen. Boah, Jackson, er kommt nie hinterher.
Jackson, die Kavallerie. Oh, auf die Kavallerie, Mensch. So. Haben sie verjagt, hä? Ein Humuzi-Kanon. Oh, Suppliers, überall. So, warte mal ganz kurz. Können wir die Kanonen irgendwie hier auf? Dann geht man hier rein. Vielleicht geht da auch rein. Und hier kann ich es nicht so lassen. Wir müssen ja dies einnehmen hier. Ich würde das hier gern so rundherum verteidigen. Lane. Einfach mal her und Pound. Können wir den hier irgendwie vorsetzen erstmal? Weil auch erstmal hier so hinten rein. Komm, erstmal hinten rein. Ach komm, böse hier. Lass die laufen. Wir holen jetzt den Supply-Wagen. Geht dann auch gleich. Ist viel wichtiger. Oh. Schützen! Oh, kommen dann von da welche? Na komm, dann rein hier, rein hier. Supply, rein hier. Andere Supplies, komm hier. Supply auch. Jackson, raus da. Hol den Supply-Wagen. Scheiße, es klappt nicht so, wie ich denke. Wagen wird noch gejagt. Das sind Capones. Da. Supplies haben aufgegeben. Okay, fantastisch. Zurück. Janky Kavallerie rückt von hinten vor. Oh, oh, oh. Da noch nur ein Supply. Okay.
Haben wir sie wiederbekommen? Jackson, zurückfallen! Oh, Jackson! Pound kommt mal hierher. Lane hält einfach hier hinten von, damit wir halt nicht nochmal von Reitern überfallen werden. So, müssen wir noch irgendwas machen? Wir halten heute nur die Stadt, oder? Kavallerie bitte rein. Und wir können ja ein bisschen weiter so an den Rand. Und die laufen nochmal. Also unser Hauptziel ist ja Winchester einnehmen. So, haben wir gemacht. Oh. Aber jetzt kommt noch eine Angriffswelle oder was? Tönchen machen, Tönchen. Ja, wir müssen den aus dem Wald herauskriegen. Das ist einfach scheiße. Sobald die Jäger sich verpissen, ziehe ich den hier so seitlich zurück. Das ist scheiße, ist das da. Kugeln durchkommen durch die Häuser. Hätte gedacht, dass die Häuser eher kaputt gehen. Ja, Moral ist noch bei 90. Ach, wir kriegen Verstärkung. Zieh ich Lane ab? Komm, wir ziehen Lane ab. Wir brauchen da Unterstützung. Ja, da kommt er wieder. Scheiße. Oh, Lane, schieß, schieß, schieß. Hinterhältiges Pack. Na ja, gut, dann. Na, die laufen. Müssen wir aber warten, bis die hier laufen. Kriegen schon wieder Verstärkung. Ach, Mann, oh Mann. Ich glaube, die Kavallerie dahin zu stellen war ein Fehler. Da kommt gleich die andere Kavallerie und macht uns Platz. Also.
es andersrum. Ich schicke hier meine Kavallerie hin. Weil von hier kann ja, glaube ich, nichts kommen. Das ist echt unfair. So. Alter, schießen. Sie können die Mission beenden oder den Kampf fortsetzen. Ja, habe ich jetzt gewonnen oder habe ich jetzt verloren? Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben ja unsere Missionsziele gemacht. Ich überlege noch, ob wir irgendwie was machen können, damit sie... Es sind auf jeden Fall mehr Brigaden gewesen als angesagt worden. Ne? Wir haben ja nur 8 gehabt und die haben 4 angeblich. Aber die haben noch mehr gekriegt hier und Verstärkung. Es war auf jeden Fall eine Falschinformation von unseren Spionen oder whatever. Wenn ich Lane abziehen könnte, dann könnten wir die locker platt machen hier. Aber ohne Lane... Ah, die ist auch noch was. Das ist doch nicht gut, das ist alles zu... Ja, ist gut zu ihm, okay. Jetzt haben sie durchtrennt durch den Wald. Könnt ihr euch mal richtig hinstellen. Na los, da muss doch gleich laufen. Dann können wir vielleicht hier noch. Wenn der weg ist, können wir die hier so rumschieben und die vielleicht auch noch zerstören oder nach Hause schicken. Nee, da muss richtig Angst haben, muss der. Dann Harlens. Bernie Wesley, oh Gott. Getötet! Nee, dann. Wie laufen? Na, da sind auch schon wieder welche kommen. Wir haben einen Colonel verloren oder sowas, das ist schon. Die haben 1200 Mann verloren, die haben 3400 ein paar zerquetschte. Kanonen haben sie ein bisschen verloren. Da haben wir in Klammern 8 Mann verloren. Kavallerie haben wir wieder 100 Mann verloren. Na gut, wir waren noch etwas über 1200 Mann mehr. Also so wie eingeschätzt war es nicht. Alle Missionen müssen erfüllt sein, haben wir gemacht. Gut. Mit dem Ende bin ich nicht so zufrieden gewesen, aber hat ja was gebracht. $81.000, bin jetzt bei 90.000, ist jetzt nicht so der Hit. Cochrane, ist Cochrane gestorben? Oh, Heinrich kann auch aufsteigen. Das ist jetzt hiermit gemeint. Politik. Hä? Was kann ich denn hier behind? Ach, hier kann ich noch was machen. Was kann man da machen? Alle passiv 10% mehr EP. 5% Geschwindigkeit. Ich nehme Munition. Das ist gar nicht so uninteressant.
Munition zu haben. Und ja. 90.000 Dollar. Und wir dürfen schon aus der ersten Division wieder hier alles wieder mit Männern aus. Jackson hat es auch wieder richtig zerhimmelt. Ich hoffe mal, dass was übrig bleibt. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Schlacht. Und die nächste kleine Schlacht wird... Oh, was ist denn die abgefangene Nachricht? Nach der Schlacht von Winchester bedroht uns der Feind stärker als je zuvor. Seine Armee ist jedoch ebenfalls geschwächt. Ja, das ist meine Armee. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, ihn mit aller Macht niederzustrecken. Wir können Verstärkung und bessere Waffen, um die Armee von Heinrich weiterhin zu schikanieren. Sir, ich bitte Sie, die nötige Unterstützung zu liefern. Und ich verspreche, ich werde Ihnen im Gegenzug den Sieg schenken. Keine Ahnung. Brigadier General Dave Powell. Oder so. Abgefangene Nachricht. Nach der Schlacht. Von erster Schlacht. Naja, egal. Von Winchester ist die Notwendigkeit, ihre Militärpräsenz in ihrer Gegend zu verstärken. Absolut nachvollziehbar. Achso. 3000 neue Rekruten bereiten sich bereits vor, sich in den nächsten Tagen ihrer Armee anzuschließen. Ja, danke. Aber wie gesagt, ne, 30.000 haben wir. Schön, das ist ja sehr nett. Viele junge freiwillige Soldaten nehme ich gerne. Aber wenn ich natürlich kein Geld habe, um die, um den Soll zu zahlen und keine Waffen, die ich dir mitgeben kann. Ich meine, wir können es ja so machen wie die Russen im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das war bei Stalingrad. Diese Geschichte mit dem einer kriegt ein Gewehr, der andere 5 Schuss. Und wenn der mit dem Gewehr fällt, soll der andere das aufheben. Könnte man ebenfalls machen. Oder man baut eine Bogenschützeneinheit. Schön aus dem Hinterhalt mit Pfeilen. Warum nicht, wenn man keine Waffen hat? So, das nächste wäre Cross Keys. Genau, Cross Keys. Dann machen wir Port Republic. Und dann große Schlacht Genius oder Genius Mill. Ich überlege es mir nochmal, wie ich gucke mal, wie man es ausspricht, bevor wir das noch starten, kämpfen. Aber es ist noch ein paar Tage hin. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal bei Cross Keys. Also haut rein. Ciao.